Willkommen zu unserem ersten Stargast. Das heißt mehr. Wie hat Ihnen die 3-Jahres-Feier gefallen? Rauschig. Rauschig? Ja, rauschig. Was sagst du zur Band? Was sagst du zur Band? Ich habe nicht viel mitgekriegt, aber was ich mitgekriegt war super. Das war super. Ja, war super. Gibt's Spaß. Sehr gut. So, wir kommen jetzt zum nächsten Gast. Ein weit verbreitetes Gerücht. Jeder kennt ihn. Unseren kleinen Mann in der Runde. Er hat was ganz was Wichtiges zu sagen. So, bitte das Wort ergeht an unseren Vogel. Was sagst du zu Jahresfeier? Danke Vogel. Wie hat dir die Bank gefallen? Bitte, Herr Wollner, du hast was zum Sagen. Herr Wollner, bitte. Alles Gute zum Geburtstag, Wollner! Alles Gute zum Geburtstag! Alles Gute, Wollner! So, wir sind weiter. Wir nehmen auch so, Mario, unser Geburtstagskind. So, Mario Birkbauer. Alles Gute zum Geburtstag. Ein paar Worte für Radio Zentral TV. Was sagst du zu der Veranstaltung heute? Also ich finde die zweite Band sehr gelungen, muss ich sagen. Wir werden nächstes Jahr wiederkommen und wir werden Geburtstag wieder feiern. Und ich sage nur danke dem Gastwirt. Danke, Andi. Danke, Mario. Alles Gute. So, wir sind weiter in der Runde. Jetzt geht's aus die Tür. Wen haben wir da alles? So, jetzt kommen wir zu unserem Leadsänger von der Band, die Beinträge 5. Domsi, Superstar. Sag ein paar Worte, wie hat dir die Band heute gefallen? Also die Band war absolut fantastisch. Ich weiß gar nicht, wo ihr die aufgenommen habt, dass sowas überhaupt irgendwo gibt. Ist ein Wahnsinn. Das ist ein Geschäft und der Zufriedene muss der Veranstalter sein. Der muss glücklich sein. Das ist das Wichtigste. Eine Band ist nur da, um seine Veranstalter glücklich zu machen. So da haben sie auch die richtigen Worte gewählt. Ist der Veranstalter glücklich, ist auch die Band glücklich. Danke, Domsi, für deine Anteilnahme. So, wir schalten weiter, Zentral-TV. Wer ist jetzt der Nächste auf unserer Liste? Wir haben den Arndt, der ist schon wieder angesoffen. Und ja, da muss ich mein Licht ein bisschen aufrichten. So, Merke, was sagst du zur 3-Jahres-Feier von Zentral? Ja, aber bitte, oder? Lass uns gar nicht mehr weiterreden. Da muss ich reinschauen, gell? Nicht zu dir. Blinkst du überhaupt nach uns? Ja, es blinkt da. So, jetzt kommen wir zum nächsten, Brosi. Da muss ich mein Licht wieder mal umrechnen. Ja, leicht um mehr, aber. So, Brosi, was sagst du zu 3 Jahren? Ich habe ein Problem, habe ich gesagt. Du hast nichts zum Trinken, wir brauchen was. Ja, das ist das Wichtigste. Schreib mal um, wir brauchen einen Käpt'n. Wir brauchen was zum Trinken. Wir schauen weiter da. Die nächste illustre Runde. Da entdecke ich ein lachendes Gesicht. Josi, wie schaut's aus? Hast du einen Akkuschrauber im Auto liegen? Nichts, Alter. Heute ohne Akkuschrauber unterwegs. Das ist aber nicht sehr zuverlässig. Was ist, wenn da gegangen? Was ist, wenn da oben das Eisen bricht, dann brauchen wir einen Akkuschrauber. Was soll ich auf mit der Hehe und da? Ich hab nicht einmal einen Lader mit. Ich hätte einen Akkuschrauber mit, aber kein Lader. Ich hab nicht einmal einen Lader mit. Du hast recht. Eigentlich, wie du kommst, ist gut. Die Beinträge Wurm sind super, eine super Band, wirklich. So, und jetzt kommen wir zur alles entscheidenden Frage. Wie hat dir die Musik gefallen? Perfekt. Ich habe mich gerade vorher gesagt, Alter, ist super. Wirklich. Die Band ist perfekt. Das sind wir. So, jetzt haben wir leider, ich muss leider, die Sendezeit ist aus. Bitte, wir warten am Campen. Brosi, erzähl uns ein paar Worte über den Campen. Der Campen ist da. Alles Gute. Brosi, alles Gute. Prost, Merkel. Merkel. Prost. Merkel. Ja,
Jetzt habe ich gerade einen Stargast entdeckt da hinten im Eckversteck. Wo ist unser Maroni-Bruder? Ich habe gehört, Sie tun Maroni-Broten nächstes Wochenende im Zentral. Beim Kastanien und Sturm am 12. Oktober ab 19 Uhr. Ist ja morgen ich gratis, nebenberuflich. Ja? Ist ja gar nicht. Ist ja gar nicht, gell? Jetzt erzähl uns das Geheimnis. Wie werden die Maroni so knackig, wie es das du machst? Wie geht das? Das muss man einfach können, das kann man nicht lernen. Das kann man nicht lernen. Ich habe mir was gesagt. Das ist ein streng geheimnis Geheimnis. So, jetzt kommen wir zum Herrn Mr. Mercedes. Bitte, Hödi, sprich ein paar anteilnahmige Wörter für uns. Ich bin ein Hartzer. Herr Kommandant! Herr Kommandant! Bitte, was sagen Sie zu der Vorstellung von der 3-Jahres-Feier von der Beinträgerband? Ein paar Worte ins Mikrofon, bitte! Kann man stolz drauf sein, dass man in der Regionalität noch so eine Band findet. Kann man auch stolz drauf sein, dass so eine Band zu dem Zentral, wie es so genannt wird, findet. Und dazu gehört natürlich immer, wie so immer ist, ein perfekter Wirt, der sowas kann. Und dazu möchte ich nur eine Gratulation aussprechen. Wir feiern unseren Wirten, wie er da steht. Andi, danke für deine Armkammer. Ich würde jetzt gern Lied singen für einen Mario. Danke, Hannes, für die netten Worte. So, die Susi wollte unbedingt was sagen. Ja, da muss ich mein Licht ein bisschen anrichten. So. Fräulein Susi, man munkelt in der Gerüchteküche. Bitte, einen Moment, die Gruppe ist bitte weg. In der Gerüchteküche munkelt man, dass es nächstes Jahr zu einer Liaison kommen sollte. Bitte erzählen Sie uns mehr davon. Ja, am 3. August soll, glaube ich, der Ort gesperrt werden, weil da brauchen wir einen ganzen Ort. Ja, und den Wirt mit Freundin. Zentral wird gesperrt, haben wir gesagt, weil da sind wir alle im Dorf. Wir sind in der Kirche. Alle. Und dann im Dorf. Wahnsinn. Nur bitte Rauchstellen im Zentral. Ja, das ist natürlich voreingig bis 10, der ganzen Veranstaltung. So, ich sage vielen Dank, Gratulation, viel Erfolg, So, wir sind jetzt angelangt bei einem unserer wichtigsten Mitglieder hier. Heiro, das erste vorweg. Wie hat dir die Band gefallen? Na ja, die Band, das ist das schwierig zu sagen. Ich war ja selber dabei. Ach so, du hast mitgespielt. Okay. In dem Fall stelle ich die Frage erneut. So, Heiro, eines unserer Bandmitglieder. Eine neue Frage. Ja. Wie hat dir die Band gefallen? Ich sage einmal so. Es war am Anfang relativ schwierig und ist dann besser gegangen. Aber allalong war das in Ordnung. Allalong! In diesem Fall, gute Nacht! Ich lebe mich! So! Diesmal können wir das Licht ausschalten. So! Wir sind jetzt hinter dem Boden. Hallo! Bei meiner Schwester, bei der Sabi. Bitte! Die erste Frage vorweg. Wie schaffst du das? Ein halben Liter Bier in ein halben Liter Glas einzuschenken. In das Glas noch schenken? Das ist ein Wahnsinn! Wie schafft sie das noch? Frage Nummer 2. Wie hat dir die Band gefallen? Super! Wahnsinn! Super! Hey! Wo ist die Security? So, jetzt gehen wir weiter auf unserer Suche. Wir gehen weiter auf unsere Reise vom Zentral TV. Wir sind angelangt beim Chef-Organisator und dem Herrn Steg Manfred von der Beinträgerpfeif. Meine erste Frage an Sie.
Wie hat Ihnen die Band heute gefallen? Ja, die Band an sich, also die, wenn ich mich herausnehme, wunderbar. Es liegt natürlich vor allem am Wirt, der dieses Publikum hier zusammenbringt. Wir leben nur vom Publikum, dann macht die Musik auch wirklich Spaß. Danke. Der Herr Steng hat sich jetzt eindrucksvoll darüber gebracht. Kurzfassung. Eine Kurzfassung. Wunderbare Band. So, wir gehen weiter. Wir suchen unsere nächsten Bedingungen. So, meine Lieben. Wen haben wir jetzt noch nicht gehabt? Wir kommen jetzt weiter auf unserer Reise. Sie versuchen sich zu flüchten. Wir sind im Zentral-TV. Bitte, Fräulein Zoller, meine erste Frage an Sie. Wie hat Ihnen die Band gefallen? Sehr gut. Meine zweite Frage an Sie. Was sagen Sie zur Dreijahresfeier vom Zentral? Sehr gut. Meine dritte Frage an Sie. Wie hoch ist das Zoll? Oh. 4 Meter, 6 Meter. Gut, okay. Die Lösung ist natürlich unergründlich. Das ist einmal essentiell. Servus, Peter. Baba. Baba. Kannst du mal haben. So. Jetzt ist der Moment da. Das ganze Jahr stehe ich hinter der Bühne und jetzt kannst du sagen, was hat sie am meisten anzieht? Sehr gute Antwort. Wenn irgendwer ein Käferinier bestellt, dann können wir die Sabi Eiswürfel lösen. Ja. So, die Susi möchte was sagen. Meine Frage an dich, wie managt man vor einer Veranstaltung? Das ist natürlich... Man braucht viel Freizeit, man braucht die notwendigen, wie soll man sagen, die notwendigen Kenntnisse. Man muss viel Leute können, man muss eine super Band organisieren, so wie die Weiteren 5, und man braucht so super Songs, wie es da momentan alle sind. Vielen Dank, Gratulation.